Это мясо или это овощи? Температура. Ну да. Badebombe heißt bei Ihnen Bobbeln Lückenfuhr. Kokablau. Hier werden schon Weihnachtssachen verkauft. Die Gulliwe. Wo sind wir gerade, Gulliwe? In der Gulliwe. Ey, Gulliwe, guck mal, willst du Katzi-Futti? Also wir haben uns jetzt entschieden, die beiden Sachen nicht zu nehmen, weil ich gebe ihr ein paar neue Produkte, die ich nicht mehr brauche. Genau, und jetzt ist sie richtig glücklich. Gehst du mir das mal wieder zurück? Ja, das ist also die Gulli, die, also wir haben heute nichts gekauft. Der ist gerade um die Ecke, ein Obdachloser, und er tut mir voll leid. Mein Vater und sie sind gerade unseren Fahrrad abholen gegangen, weil als ich den ja gefahren habe, ist ja der Reifen geplatzt, beziehungsweise der war in Panne, was auch immer, aber der war schon gut befahren und da sind auch andere mit ihm gefahren, also es muss jetzt nicht sein, dass ich den platt gefahren bin. Ist jetzt auch aber auch egal, sie hat ihn letzte Woche oder so zur Reparatur gebracht und jetzt hat er irgendwie das SMS geschrieben, dass man den abholen kann. Genau, wir sind nach Hause gekommen, es war 16:30, jetzt ist es 17:30 und wir waren halt schon so 5 Stunden unterwegs. Wir sind kurz vor 12 irgendwie so rausgegangen und ja, wir waren glaube ich, das ist ja noch nie bestimmt schon mal, aber seit vielen Jahren bestimmt nicht mehr zu der Uhrzeit in der Stadt, weil normalerweise ist es so, dass wir entweder direkt am Morgen bis zum Mittagessen in der Stadt sind oder nach dem Mittagessen dann. Also wir haben eigentlich noch nie Mittagessen gegessen, nur weil wir jetzt was gucken wollten. Ja, wir waren beim Inder, haben gut Öl gegessen, haben ein bisschen in der Stadt geguckt und es war richtig heiß. Heute ist es irgendwie 30 Grad. Also wir sind nach Hause gekommen, es war schon 17:30 und jetzt ist es 17:30 und so. Und es ist einfach schon Ende des Tages. Wir schauen hier eine Serie an, die
heute ihre letzte Folge hat. Der ging jetzt die letzte Woche einfach jeden Tag bis kurz vor 12, manchmal um 12, wenn die Nachrichten sich verspätet hatten. Und ja, da sind wir halt schon spät ins Bett gegangen. Ich habe mir halt so gerade gedacht, was soll ich jetzt noch die eine Stunde bis zum Film machen? Habe ich mir gedacht, vielleicht soll ich Mathe weiterrechnen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das sind jetzt eigentlich so gerade die Dinge, die ich so verstehe. Und genau, viel schlimmer ist es halt mit WWR. Und dann dachte ich mir, okay, werde ich mir auch in den Ferien die Mappen anschauen, die halt für die 12. anstehen. Damit ich einfach weiß, was auf mich zukommt und so. Und mir einfach die ganzen Themen anschaue und ja, weiß einfach, was auf mich zukommt. Ich habe gerade eben meine Wirtschaftsmappe wieder weggepackt, weil ich will mir das einfach nicht anschauen. Das ist so eine fette Mappe und so viel war einfach nur bis Oktober. Ich habe mir jetzt einfach die losen Wörter, die noch oben drauf waren, einfach rausgenommen und wegschmeißen werde ich die jetzt. Das ist so schlimm, Leute, wenn ich mich wieder daran erinnere. Also diese ganzen Rechnungen, oh mein Gott. Nee, also ich schmeiße jetzt einfach alles weg. Ich habe mir die Themen abfotografiert und ja, werde ich einfach selber. Also das geht halt einfach nicht. Ich hoffe, ich werde diese Lehrerin nicht wieder in Bewehr haben. Weil wenn ja, dann kann ich gleich gehen. So. In Mappe ist es... In Mappe. In Mathe ist es eigentlich gar nicht so viel gewesen.